Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Ich habe an dieser Stelle schon ein paar Mal Werbung gemacht für die Schwalbeblätter. Die Schwalbeblätter sind eine kleine Zeitschrift im Umfang von 4 Seiten, die auf der Homepage der Schwalbe zu finden sind und die sich ausdrücklich an Problemneulinge richtet. Erscheinungszeitraum alle 2 Monate und es geht immer um ein ganz bestimmtes Thema. Und das Thema der aktuellen Ausgabe sind Studien. Deshalb dachte ich, es wäre ganz schön, wenn ich auch mal wieder etwas zu diesem Thema bringe. Auf dem Brett haben wir also heute eine Remis-Studie. Weiß zieht an und hält das Unentschieden. Meistens sind Studien ja schwer zu lösen. Wenn ihr euch trotzdem an diese mal ranwagen wollt, zumindest der erste Zug ist nicht so schwer zu finden. Man sieht auf den ersten Blick, Weiß muss auf jeden Fall mindestens einen Bauern umwandeln, sonst hat er keine Chance. Und das Zweite, was man sieht, ist, wir dürfen nicht zulassen, dass der schwarze König unseren D-Bauern schlägt. Deshalb ist der erste Zug Bauer nach D6. Und das ist ein ganz interessanter Unterschied zu einem Schlüsselzug in einem Mattproblem. Bei einem Schlüsselzug im Mattproblem werden wir es normalerweise mit zumindest einem rätselhaften und unerwarteten Zug zu tun haben, vielleicht sogar mit einem spektakulären. Dieser Zug hier, der ist ja ganz offensichtlich alternativlos. Und so ist das oft bei Studien, dass die interessanten Züge erst so langsam im Laufe der Lösung dann auftauchen. Was macht Schwarz jetzt? Er darf diesen Bauern natürlich nicht schlagen, sonst schlägt der weiße König den schwarzen Läufer. Die einzige Figur, die hier eingreifen kann, ist der Springer. Und der kann entweder nach C4 ziehen oder nach B5. Wir fangen mal an mit Springer C4. Weiß wird jetzt seinen D-Bauern weiterziehen, aber nicht nach D7, denn dann hätte Schwarz das hier. Ein Schach mit dem Springer und mit dem gewonnenen Tempo hätte Schwarz Zeit genug, dass er das Umwandlungsfeld D8 unter Kontrolle bringt. Der D-Bauer muss auf die E-Linie schlagen. Und jetzt ist der schwarze Läufer seiner Deckung beraubt und er muss sich ja um das Umwandlungsfeld H8 kümmern, also den darf Schwarz auf keinen Fall aufgeben. Deshalb deckt Schwarz diesen Läufer. Jetzt können wir den E-Bauern umwandeln, aber nicht in eine Dame, denn dann käme der Zug Springer D6 Schach und mit dieser Gabel wäre die Dame dann sofort wieder vom Brett. Das Einzige, was uns weiterbringt, ist E8 Springer. Und dieser Zug entschärft jetzt nicht nur diese Gabeldrohung, sondern greift auch den schwarzen Läufer an. Und weil der sich ja um das Feld H8 kümmern muss, muss er es jetzt besetzen. Jetzt laufen die beiden Bauern los und dann versucht Weiß, den Läufer zu schlagen und anschließend seinen Bauern umzuwandeln. Schwarz könnte versuchen, daraus Nutzen zu ziehen, dass er ja zuerst mit dem Umwandeln fertig wird. Aber nach König G8 ist diese Stellung Remis. Schwarz kann zwar noch Schach geben, aber er kommt nicht mehr weiter. Die bessere Vorgehensweise für Schwarz ist, den weißen König einzusperren mit dem Zug König F7. Jetzt kommt der weiße König nicht mehr von H8 weg. Und das sieht jetzt schon ziemlich schlecht aus für Weiß, aber wir haben noch einen sehr starken Zug. Springer D6 Schach. Diesen Springer darf Schwarz nicht schlagen, sonst ist Weiß Patt. Deshalb König F8. Und jetzt schlägt der weiße Springer den schwarzen Springer und greift den Bauern an. Den werden wir aber definitiv nicht mehr erwischen. Aber Weiß kann zumindest verhindern, dass der sich in eine Dame umwandeln kann, denn dann wäre Weiß Patt. Schwarz muss hier die zweitstärkste Figur wählen, den Turm. Und jetzt endet das Ganze mit ewigem Schach. Der Springer kann dem König immer weiter Schach geben. Der König kann den Springer nicht angreifen, denn dann würde der weiße König nach G7 entkommen. Und das heißt, dass es ewig halt mit den Schachs weitergeht und wir das Unentschieden erreicht haben. Das war die erste Variante. Die zweite ist am Anfang ganz ähnlich, aber hat einen noch deutlich schöneren Schluss.
Das kennen wir und das kennen wir auch alles. Der weiße König wird eingesperrt. Wieder das Schach des weißen Springers. Aber der schlägt jetzt eben nicht nach C4, sondern nach B5 und das macht einen Unterschied. Denn diesmal besetzt der Springer das Feld D4. Wieder die schwarze Unterverwandlung. Und jetzt kommen die Springerschachs. Aber mit einem großen Unterschied, denn jetzt kann Schwarz sich erlauben, den König nach G8 zu lassen. Denn er hat ja noch den Zug Turm nach A8. Der Turm fesselt den weißen Springer und wenn wir uns jetzt auf H8 die Dame holen, dann werden wir vom Turm matt gesetzt. Und da kommt jetzt der letzte Rettungsanker für Weiß. H8 Springer, die dritte Unterverwandlung in diesem Problem. Und nun ist egal, wohin der schwarze König geht. Der letzte weiße Zug ist Springer H nach F7. Und das ist definitiv Remis. Ja, tolles Stück. Überhaupt finde ich Studien ein ganz faszinierendes Thema. Trotzdem werde ich mich da auf diesem Kanal sehr zurückhalten mit, denn ich finde, auf YouTube wird man eh schon ziemlich gut versorgt mit Studien. Wenn ihr eine Empfehlung braucht, bei Niklas Huschenbeet zum Beispiel gibt es eine Playlist mit, ich glaube, fast 100 Studien. Also bis man die alle durch hat, da ist man schon eine Weile beschäftigt. Der Cliffhanger vom letzten Mal war ein Matt in 5 mit Längszügerbedingung. Also Schwarz muss immer den geometrisch längsten Zug machen. Es geht los mit Dame E8 Schach. Da darf jetzt nicht der Läufer dazwischen ziehen, es muss der Turm sein. Dame B8 Schach. Läufer nach D6, Dame B2 Schach, Dame nach D4, Dame E2 Schach, Turm nach E4 und dann am Schluss Dame H5, ein ganz skurriles Mustermatt. Unsere Studie heute war ja eine Remis-Studie, deshalb dachte ich beim Cliffhanger, werde ich mal nicht eine Mattaufgabe aus, sondern eine Patt-Aufgabe. Die Forderung ist Patt in 2 Zügen und es gibt 3 Verführungen. Auflösung natürlich nächste Woche. Außerdem geht es nächste Woche mal wieder um ein Zweizüger-Thema, nämlich um die sogenannten Schiffmann-Paraden. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer, wir freuen uns über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.